Mensch hungrig? Strong haben Fleisch, können teilen. Nein, danke, Strong, ich will meine Ansage machen. Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Burnout 4 im Überlebensmodus, das hörte sich gerade sehr eklig an. Es, rechts kam irgendwie so ein Summ. Ach, du warst das. Mr. Preston Gayway. Die Minutemen sollten sich darum kümmern. Du gibst mir auch nur Quests, ne? Aber ich bin hier nicht zum Questen heute hier. Wir sind hier, um ein bisschen was zu erforschen. Und ich wollte sehr, sehr, sehr gerne... Hier ist ja nichts. Hä? Hä? Was? Wieso ist... Okay. Tun wir einfach mal so, als würde die Karte noch nicht noch ungefähr 2 Kilometer weitergehen. Ich möchte heute... einmal hier dieses Gebiet erforschen. Das wirkt nämlich sehr interessant. Dafür gehen wir zum Krater des Atoms und hoffen, dass es nicht ausfällt. Danke Gott. So. Schaden, Mensch. Ja, das ist ein bisschen red, das stört mich nicht. Was mich aber stört, ist, dass ich halb tot bin. So, das dürfte helfen. Orientierung. Orientierung ist hier sehr wenig. Ich muss mal kurz auf die Map gucken. Wo bin ich genau? Ich muss Richtung Norden gehen, um weitere Sachen zu finden, ja? Komm, Strong, wir gehen Richtung Norden. Mal gucken, was wir hier so Schönes finden. Außer unsere Tod höchstwahrscheinlich. Ganz viele Todeskrallen finden wir hier. Nehme ich mal an. Und... wir sehen einfach mal gar nichts. Aber ich glaube, das... Oh, das ist normal. Du hast einen Superhammer, ne? Perfekt. Sehr schön. Ghule. Guckt sie euch an, die Deppen. Ohne Schutz hängen sie da rum. Ups. Die Menschen. Die halten viel aus. Das gefällt mir nicht. Wieso haltet ihr so viel aus? Was soll das? Bleib weg! Ach so! Ein legendärer ist auch noch dazwischen. Ja, wieso nicht? Ich baller einfach rein wie so ein Verrückter. Was soll da schon passieren? Außer, dass sie ein paar Arme verlieren. Was natürlich gut für mich ist. Strong? Was ist mit dir los? Bist du schon umgekippt? So, Körperteilschaden. Okay. Du siehst nicht wirklich gut von innen aus. Da. Schon ist das Bein ab. Strong? Oh. Was ist das? Hä? Was hast du denn da am Bein? Oh, es ist weg. Was ist das? Irgendwie hält es ihn fest, ne? Wieso bin ich ja nicht geduckt? Du siehst wunderschön aus. So, sind lag. Ja, super. Schön. Und einen Ofenhandschuh. Habe ich mir schon immer gewünscht. Oh Gott, die Strahlung. Das war ein bisschen viel. Was zum Teufel bist du? Okay, dann leuchtet es nur seltsam. Ich würde sagen, wir werden einfach von diesen komischen Löchern fernbleiben und stattdessen einfach mal in diese Richtung marschieren. Und auf jeden Fall brauchen wir dieses Aufklärungsvisier. Okay, vielleicht nehmen wir das hier. Ich damit besser? Oh. Damit sehe ich definitiv besser. Ich speichere kurz ab. Jemand da sein? Eine wilde Todeskralle. Eher eine Tote. Zu lustig. Da wollen wir hin, ja? Okay. Dieser Ort ist, scheint mir sehr gefährlich. Ich weiß nicht, ob ich hier überhaupt rumlaufen möchte. Aber es muss auch erkundet werden. Und hier sind die interessanten Dinge, Leute. Hier sind die interessanten Dinge. Kronkorken, alles Mögliche. Boah, krass. So, was ist hier los? Was ist das? Atlantic Offices? Komm ich da irgendwie rein?
Das war ja so klar. Lebst du da unten? Nein. Der ist einfach mal runtergefallen. Huch. Oh Gott, nicht noch ein legendärer. Gleich war das sein Arm abgesiedelt. Komm. Du machst das schon. Das gönne ich dir. Vor allem will ich Munition sparen. Okay, sorry. Sorry, ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Es tut mir echt leid. Scheiße, ich will gar nicht wissen, wie lange ihr schon diesen Ton ertragen müsst. Ich hab's gerade erst selber gehört. Ich hab's neben mein Mikrofon getan und das war mein Problem. Ein Kampfmesser. Du nimmst 50% weniger Schaden, wenn du stehst und dich nicht bewegst. Wieso sollte ich das tun? Ich bin doch hier keine... Welches Tier macht das? Welches Tier bleibt stehen und stellt sich tot? Ich weiß es nicht. Ich sage einfach mal ein Zero. Ein Zero stellt sich tot. Oh. Hallo, Kollege. Ah, gut, dann mach halt nichts. Doch wissen die nicht, wo ich bin. Doch wissen die es nicht. Okay. Jetzt müsste er es allmählich wissen. Anscheinend nicht. Da ist noch eine Tür. Mir gefällt das übrigens. Aufzug. Mir gefällt das auch nicht, dass es hier tief runter geht. Ich habe so das Gefühl, dass wir hier noch in so einem kleinen Dungeon landen oder irgendwas. Wo es übelst verseucht sein wird. Und wir haben nur unsere Powerstock. Derzeit sehen die Werte aber recht gut aus. So, hier kommen wir mit dem Fahrstuhl an. Wir können tatsächlich noch ein weiter runter. Erst schauen wir uns hier um. Sprengfallen. Warum? Was gibt's hier so Schönes? Ein Knopf, den ich nicht drücken kann. Wow. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass es da schon mal runtergeht. Und wo es runtergeht, muss es eigentlich auch hochgehen, oder nicht? Oh, Fusionskern entfernt. Eventuell mit dem Fahrstuhl, ja, das kann gut sein, da habt ihr recht. Ja gut, dann... Okay, ich bleib mal geduckt, ja. Komm hier nicht durch. Nach oben. Okay, Bleiben wir mal ganz cool. Weiß nicht, wo der Kollege herkommt. Aber mir ist das egal. Wo zur Hölle kam der her? Wir waren doch hier. Hä? Egal. Er ist tot. Genau. Genau, Strong. Das ist auch mein Motto. Ich weiß nicht, wo der Leuchten herkam. Ist mir auch Wumpe. Aber hier ist eine Tür. Und sie ist versperrt. Bitte was? Strong gefällt es nicht, wenn ich knacke? Das könnte ein etwas nerviger Begleiter werden. Was zum Teufel mag Strong? Vielleicht sollten wir uns eher diese Frage stellen. Komme ich eigentlich je wieder nach unten? Wer bist du denn, Superman oder was? Dass ich dahin. Oh, hier geht's ab. Oh mein Gott, sie können Türen öffnen. Oh Gott! Was war das? Aber kannst du sterben? Wo ist das in die Luft gegangen? Dieser Ort ist seltsam. Und der Kollege weiß nicht, dass ich da bin. Kann ich ihm eine Granate unterschmuggeln? Ganz ruhig. Ganz ruhig, Kleiner. Er hat mich gesehen. Fuck. Hätte fast funktioniert mit der Granate. Hätte fast funktioniert. Aus irgendwelchen Gründen ist hier irgendwas hochgegangen.
Das war's. Das ist das Geheimnis des unteren Brechs. Ach, das soll eine Falle gewesen sein. Oh, man landet hier. Dann sind diese komischen Affen, die sich für irgendwie Zombies halten. Und das war's. Großartig. Und dann, ach, und dann geht man nach oben. Und dann ist da halt dieser komische Halunke. Der Grüne. Und denkt sich, YOLO, Alter, it's a prank. Und versucht dich zu töten. Was zum Teufel bist du? Das Wetter hat sich verändert. Ich kann jetzt plötzlich was sehen. Allerdings. Frag mich nicht, wie ich das übersehen konnte. Ach, wir sind jetzt zum ersten Mal hier auf dem Dach. Was ist das hier? War ich hier jemals? Ach klar, hier ist der Du. Ach, und da ist ein Tresor. Strong, bitte wegschauen. Ich habe das Gefühl, mit Strong wird das nichts. Cool. Obwohl, das hat er nicht gehasst. Strong ist seltsam. Ah, ich glaube, Strong mag es auch nicht, wenn wir mit der Pause-Rüstung rumlaufen, oder? Ich werde nach dieser Folge einmal kurz prüfen, was der Strong überhaupt mag und wenn, was nicht. Eventuell müssen wir nämlich ohne Power-Rüstung rumlaufen, weil es ein bisschen ungünstig ist. Weil ich glaube, er hält mich dann für schwach, wenn ich in eine Rüstung steige. Also irgendein Begleiter mag es auf jeden Fall nicht. Hä? Was zum... Okay. Dann wird es einfach mal crazy hier. Irgendein Begleiter mag es auf jeden Fall nicht, das weiß ich noch. Weiß nur nicht welcher. Oh. Alter, ich sehe doch nichts. Okay, er ist markiert. Oh oh. Der, das scheint mir noch ein bisschen gefährlicher zu sein. Ist der weit weg? Nee, die sind auf jeden Fall zu zweit. Und der eine ist leuchtend. Ich weiß nicht, was ich zuerst angreifen soll. Was ist denn da jetzt noch? Oh, was? Jetzt ernsthaft? Was machst du denn hier? Okay, ich schleiche mich mal in diese Richtung. Da ist nämlich kein Gegner. Das gefällt mir. Gott, es ist ätzend, nichts zu sehen. Ich weiß nicht, wo die Gegner sind. Was ist noch so eine kleine Ratte? Was ist noch eine? Gratis Erfahrung. Apropos Gratis Erfahrung, wir haben noch ein Level-Up bekommen. So, noch ein bisschen Fingerfertigkeit. Zack. Oh, oh, Strong. Ich hab vergessen, dass du hinter mir bist. Tut mir leid. Kann schon mal passieren, dass man seine Begleiter vergisst. Finde ich. Das ist doch komplett in Ordnung. Leuchtende Stechfliege. Wie viel sind denn da, sag mal? Da. Das gefällt mir gar nicht. Wenn ich einen von den Idioten angreife, ne? Dann habe ich so ein massives Problem. Maschinengewehrgeschützturm? Was zum... Kann ich den auch markieren? Ich sehe gar nichts. Danke. Wenn man nichts sieht, ist das Kacke. Er scheint der Einzige hier zu sein, ja? Gut. Oder es. Die Frage ist nur, wo es ist. Damit sehe ich offensichtlich besser. Er geht schon mal nicht kaputt. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Gut, haben wir Munition verschwendet. Steht drauf. Wenn sich das Ding jetzt wehrt, finde ich das jetzt echt ein bisschen unfair. Das ist doch so ein Geschütz, das irgendwie an Decken hängt, oder nicht? Staatliches Versorgungslager. Was machst du denn hier auf dem... Was macht denn der hier auf dem Dach? Gott, ich sehe nichts!
Sonnenschein, Regen. Sonnenschein, Regen. Okay. Muss ich nicht verstehen. Hier geht's voll wettermäßig ab, weißt du? Und hier ist die Ruhe pur mit Sonne. Ja, gut. Aber kannst du irgendwie mal Sinn ergeben? Ach, egal. Hm? Sollte hier nicht irgendwie mal eine... Weiß nicht, Tür sein? Aha! Hier regnet es wenigstens nicht. Ein Protektron. Sieht schon mal sehr gut aus. Ich weiß aber nicht, wer oder was hier auf uns lungert, sag ich schon, lauert. Hm? Wie wär's, wenn du schleichst? Wäre das nicht eine Option? Wenn ich dein Boss schleicht, dass du irgendwie, weiß nicht, auch schleichst? Von Idioten umgeben hier. Komm, wir schauen mal, was für Gegner es hier gibt. Hm. Gibt's hier eigentlich irgendwas? Oh. Ja. Das Stuhlproblem. Gut, dann werden wir halt für kurze Zeit verseucht. Was soll's? Warnung versuchen, Strong. Ja. So, was haben wir denn hier so Schönes? Ey, ganz viele komische Dingenskiechens. Da haben wir was. Oh, das hier sieht richtig gut aus. Gleich mehrere in einer Zeile. Wir sind fertig. Bin durch. Ja, öffnen. Lass mich raten, Strong hat das nicht gefallen. Weil er ein Vollidiot ist. Ich bin zu schlau für ihn. Nö, interessiert ihn nicht. Okay. Huch. Glaube ich, sehe ein Safe. Vielleicht mal kurz reinluschern. Scheiße. Was sollte das? Hallo? Deaktiviert? Was habe ich gemacht hier? Bin ich verwirrend. Wieso ist er deaktiviert? Strong, bist du vielleicht schlauer als ich dachte? Übrigens, Strongs hat das mal wieder nicht gefallen. Ich weiß nicht, was ich genau getan habe, aber es hat ihm nicht gefallen. Höchstwahrscheinlich, weil ich ihm die Gegner weggenommen habe, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Töten, töten, töten. Legendäre Wache. Okay. Ja! Ich hasse es. Ich hasse es einfach nur. Oh, oh, verursacht mehr Schaden, je niedriger deine Rüstungsresistenz ist. Weiß nicht, Strong, willst du das haben? Aufgepasst. Das war eine Waffe, ne? Wir nehmen Raketenwerfer und D-Scheiß und D-Scheiß. Ja, cool. Wir haben hier auf jeden Fall einen komischen legendären Bot gefunden und das war's. Mehr gibt's hier nicht. Da habe ich ehrlich gesagt mehr erwartet. Also, viel mehr. Oh, ach, Buffout. Ja, natürlich. Logisch. Darum wurde dieses Gebäude konzipiert. Damit hier ein Buffout rumliegen kann. Oh, 80 Pfund. Danke. 40 Pfund. 20 Pfund. Hanteln. Ich brauche Hanteln. Ja. Aufgepasst. Die Hanteln kann ich bei mir zu Hause hinlegen. Ist das jetzt diverses oder Schrott? Schrott tatsächlich. Da kriege ich Blei raus.
Ich bekomme einen Fitnessraum, Leute. Ja. Yeah. Nun denn. Ach, hier gibt es zwei Türen. Ne, nur die eine. Ach komm, ich hab den Strom aktiviert. So, mittlerweile können wir ein bisschen mehr sehen. Finde ich faszinierend. Die Strahlung ist weg. Wo ist das? Die da hinten können ruhig da hinten bleiben. Oh. Oh Gott! Ja, ich liebe dich auch, du scheiß Viech. Du willst einen kritischen? Und zwar, weiß nicht, auf dein Bein. Ich hoffe, das ist dein Bein. Das ist eine Klaue. Okay, das ist eine Klaue. Das ist eine... Nehmen wir den Stachel. Den kritischen auf den Stachel. Oder direkt mal ins Gesicht. Ich meine, ich finde es faszinierend, wie viel Zeit ich habe. Gesicht bringt auch nichts was. So, wir machen ein Torso. Und dann ein paar auf die Beine. Er kann es aber nicht benutzen. Ich hasse dich. Sei einfach mal verkrüppelt, bitte, ja? Genau, Strong. Gib's ihm. Mach ihn kaputt. Treff ihn. Treff ihn. Treff ihn. Das macht keinen Schaden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es weitergehen soll, wenn wir keine Munition mehr haben. Dann müssen wir uns was überlegen. Aber noch ist es nicht so weit gekommen. Wir werden uns umschauen und sehen einfach absolut rein gar nichts. Nein, nein, ich sehe was. Scheiße, nein! Ja, es ist auch noch ein Albino-Skorpion, weißt du? Das ist ihm aber gegeben. Das ist ihm gelegen, Kollege. 73 Erfahrung, ich glaub's nicht. Okay. Wir müssen definitiv aufpassen. Albinos geben auch viel Erfahrung. Das ist schon mal sehr gut. Ich glaube, so kommen wir aber so langsam in Richtung Ausgang, ne? Oh Gott, eine legendäre. Ich hab sie nicht gesehen. Okay, ich habe ein Problem, wenn ich ihn jetzt nicht verkrüppel. Oh Gott, ich habe keine AP. Oh, hat das gereicht, um ihn zu verkrüppeln? Ja. Bitte fall einfach hin. Oh. Na komm. Gib ihm den Rest, ich spare mir die Munition. Der sah einfach aus wie ein Baum. Nicht aufstehen, bitte. Nicht aufstehen. Der sah aus wie ein Baum, Leute. Jetzt mach ihn kaputt. Genau, immer schön wieder auf dem Hintern, aber er auf dem Boden landet. Ist das ein Schwanz? Man muss dazu sagen, eine Todeskralle ist eigentlich ein Chamäleon. Das heißt, theoretisch müsste der Schwanz nachwachsen. Und das von einer Todeskralle, Leute. Von einer Todeskralle. Okay. So, jetzt beten wir alle, dass das nicht normal passiert. Und dann ist alles gut. Oh, Polizeirevier. Jawohl. Ich hoffe, dass es noch in diesem Gebiet ist. Todeskralle? Nein? Oh. Hallo, Power-Rüstung. Siehst auf jeden Fall schon ein bisschen besser aus. Und die fehlen die Beine. Stehen hier nur noch X01 Rüstungen rum? Kann das sein? Hi. Hab ich euch gesehen? Nicht gut. Er hat mich gesehen. Und selbstverständlich legendär. Komm zurück! Du bist legendär! Legendäre Albino! BTF. Okay. Scheiße. Hat das gereicht? Nein! Ich bin am Arsch!
Ich glaube, wir haben ihn. Zu lustig. Jagdgewehr. Steckt das Ziel in Brand und verursacht 15 Punkte Schaden. Oh. Hallo? Lass uns Köpfe zusammenschneiden. Das ist gerade das Wahrung, Leute. 21, das ist nicht mal wenig. Das ist das Pferdbeben wieder. Ich glaube, wir sind hier am Rand, ne? Ja, wir sind hier am Rand der Zone. Wir sind schon außerhalb der Zone. Hier ist die Zone. Das ist schon außerhalb. Naja, egal, gehen wir trotzdem mal hin. Weil wir es können. Die gute alte Kaffeemaschine ist natürlich hier. Oh, ein Bett ist das leider nicht. Schade, ich wollte gerne schlafen gehen. Den Ventilator nehmen wir selbstverständlich mit. Schlimmster Menschenschrott von allen. Ich frag mich, was ihm wohl gefällt, wenn ich Menschen umbringe. Ist es das, was du willst? Willst du, dass ich Menschen umbringe? Ja? Das können wir einrichten. Ich meine, wenn ihm so etwas Essentielles wie Knacken nicht gefällt, Schlösser knacken, da muss er doch irgendwie auf irgendwas abgehen. Ist ja gut. Jetzt mal das ganze Spiel zu klauen. So, was haben wir? Oh, knacken. Ich glaube, der mag nichts, was man knacken kann. So, sehe ich noch irgendwas mit dem bloßen Auge? Ja, da habe ich was mit dem bloßen Auge gesehen. Und zwar das hier und das hier und das hier und das war falsch. Das hier. Das hier, oh, ja, jetzt habe ich einen Lauf. Das hätte es eigentlich sein müssen. Ich glaube, wenn ein Stern dazwischen ist, funktioniert das nicht gut. Nichtsdestotrotz haben wir es endlich geschafft, uns nehmen Wutz. Ja. Persönliche Aufzeichnung. Das Tor. Heute war es ziemlich seltsam. Wir sollten eigentlich Halloween-Kostüme kaufen. Aber als wir morgens rausschauten, sehen wir, wie die Leute draußen den Bogen zerstörten. Es waren viele Polizisten da, aber keiner hielt sie davon ab. Später kam dann ein Bus und viele unserer Nachbarn stiegen ein. Einige der Polizisten kamen zu uns und Mama brachte uns zum Spielen aufs Dach. Das fand ich erst ziemlich lustig, aber wir mussten ganz leise sein und total lange draußen bleiben. Mama ließ uns erst wieder rein, als es draußen richtig kalt und dunkel war. Sie weinte, als Papa schließlich nach Hause kam. Erwachsene sind echt komisch. Persönliche Aufzeichnung vom Benutzer Kim Wu. Okay. Entziehen. Ich verstehe nicht, wieso wir in Onkel Marshalls Haus leben müssen, aber Mama meinte, dass das jetzt unser Zuhause ist. Ich mochte unser altes Apartment in Pierwood. Wir haben hier nicht mal unsere eigenen Zimmer. Alle müssen den Tag über im Hinterzimmer bleiben und da stinkt es. Außerdem sind alle so komisch. Ich habe gefragt, wann Tante Song wieder nach Hause kommt, aber Onkel hat nicht geantwortet und Mama hat angefangen zu weinen. Mikey hat sogar versucht, mich auf den Boden zu werfen und zu treten, aber dann hat Papa ihn runtergezogen und in die Ecke geschickt. Papa meinte später, dass Tante eine Weile in einem Lager bleiben wird. Das klingt für mich nach einer Menge Spaß und ich hatte eine Menge Fragen dazu. Papa meinte nur, das wäre nichts für Kinder und ich soll nicht mehr darüber reden. Jasons Spiel. Papa sagt, dass ich nicht mehr unten mit Jason spielen darf. So fies. Wir haben dieses Holoband gespielt, das sein großer Bruder in der Schule ertauscht hat. Er sagte, wir würden was daraus lernen. Als Papa das gesehen hat, hat er es herausgenommen und Jason musste gehen. Er war richtig sauer und hat mich auf mein Zimmer geschickt. Ich kann hören, wie er sich mit dem Onkel über das rote Gefahrspiel streitet. Ich hab doch nichts getan. Das ist so unfair. Rote Gefahr. Ja gut, man muss dazu sagen, sie sind halt. Weiß ich. Leute, ich weiß, ihr habt es mir in die Kommentare geschrieben, dass es irgendwie die Chinesen oder die Japaner waren. Das waren die Chinesen.
Die Chinesen sind ja im Krieg mit der USA gewesen. So, die rote Gefahr sind ja die Chinesen. Die Roten. Ich glaube, das waren Chinesen, ne? Ihr schreibt es bestimmt in die Kommentare, wenn ich falsch liege. So, das heißt, natürlich war der Vater sauer, weil er ein Spiel gespielt hat, was gegen deren, ja, wie ist das Wort? Ich will jetzt nicht Rasse sagen, aber ihr wisst, was ich meine. Gegen deren Bevölkerung ist, genau. World Series. Das heißt, es geht um den Krieg. Der Krieg hat angefangen mit diesen Nachrichten. Deswegen sind sie auch umgezogen. Ich hasse es hier. Ich will einfach nur sterben. Die World Series hat angefangen und Boston spielt. Aber ich kann nicht mal nach oben, um mir das Spiel anzusehen. Mama meinte, dass böse Leute in der Nachbarschaft sind und dass wir sie nicht stören sollen, wenn sie Onkel Marshall besuchen. Also sitzen wir den ganzen Tag im Zimmer fest. Schon wieder. Der Fernseher oben läuft auf voller Lautstärke, aber ich bekomme trotzdem nichts mit. Ich habe versucht, Jason anzurufen, damit er mir den Stand durchgeben kann. Aber Mama ist richtig wütend geworden, als sie mich mit dem Telefon gesehen hat. Sie meinte, es wäre Quatsch, sich wegen eines blöden Spiels so aufzuregen. Aber das ist Baseball! Wie kann sie das bloß nicht verstehen? Mann, tötet mich einfach! Ja, Kinder und ihre Sorgen. Sirenen. Alles geht drunter und drüber. Diese lauten Sirenen gingen los und haben mich geweckt. Aber dieses Mal haben sie nicht abgeschaltet und Onkel Marshall kam nach unten gerannt. Dann haben wir einen mächtigen Knall gehört. Die Erwachsenen haben diskutiert, ob wir gehen sollten. Mama bleibt hier bei mir und Mikey. Ich wollte mit Papa gehen, aber er meinte, ich müsste mich um Mama und Mikey kümmern. Papa hat einen großen Mantel mit Schal und Hut angezogen. Er sah wirklich komisch aus. Er hat alles Geld aus dem Glas genommen und er hat gesagt, wir sollen hier bleiben, während er und Onkel Marshall versuchen, draußen Essen und Wasser zu kaufen. Okay, da sind also die Bomben gefallen. Unheimliche Leute. Gestern waren Leute im Haus. Die kamen, als wir geschliefen haben. Einer von ihnen hat geweint. Ich glaube, es gab einen Kampf. Sie haben ein paar Sachen kaputt gemacht und sehr viel geflucht. Papa und Onkel haben gesagt, dass wir warten, bis sie schlafen gehen, dann versuchen wir zu verschwinden. Und das war's. Was für unheimliche Leute und wieso hat da eine geweint? Wo ist der Keller? Der Typ hat offensichtlich von einem Keller gesprochen. Ich sehe aber keinen Keller. Vielleicht hier außen rum. Ich habe meine Rüstung nicht angezogen. Ich habe mich gerade so leichtfüßig gefühlt und dachte, irgendwas stimmt hier nicht. Ich sehe aber nichts Kellermäßiges. Ich weiß nicht, vielleicht verschüttet oder irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Gehen wir mal in die Kirche, obwohl das hier sieht schon ziemlich aus, als würde hier jemand wohnen. Ah. Zum Glück bin ich nicht gelaufen. Natick Banks. Ist das eine Stadt? Aber hier ist doch keine Sau. Was auch sonst? Was auch sonst, Leute? Bitte sieh mich nicht. Ich mir hängen deine Eingeweide. Zu spät. Danke, Strong, danke. Immer wieder eine Freude, von dir fertig gemacht zu werden. Los, zum Boden mit dir. Wieder ich gewinne. Kampfflinte. Kostet 25 weniger. Ja, ist natürlich nice, aber nicht so spektakulär. Das heißt, diese Todeskrelle hat anscheinend alle hier getötet, die hier sind. Menschenlager vernichtet. Keine Fallen oder Mauern zum Schutz. Ey, hier war eine Todeskrelle drin. Ich bitte dich, mein Freund. Was sollen die auch machen? Das sieht auf jeden Fall gut aus.
Und was ist das Ende des Liedes hier? Wie schön. Strong, ey. Ich muss gleich echt gucken, was dir gefällt. Das wird sonst hier nicht funktionieren mit uns beiden. Jojo, ist einfach mal nix. Ja, noch was? Hinten ist eine Mine. Kann ich auch einsammeln. Ich falle einfach mal runter. Magst du mich jetzt wieder? Ich glaube nicht. Bei mir ist eine Siedlung gewesen und die Todeskralle ist hier einfach durchgedreht. Supermutant. Okay, okay. Todeskralle hat die Supermutant getötet. Finde ich natürlich klasse. Was wär das sein? Das wär ein guter Kampf. Komm näher, Mensch. Vorsicht, Mensch. Wie ist das möglich, dass ihr hier noch seid? Och, ist das dein Ernst? Brüder auch gut in Zerschlagen. Wie viele legendäre Gegner kriege ich heute noch? Ist langsam Schluss? Reduziert den Schaden beim Aber ich muss sagen, wir kommen ganz gut klar gegen die Legendären. Aus wenn uns irgendwie 100.000 einfach mal so ins Gesicht geschissen werden, wir kommen klar. Das ist gut. Man muss dazu natürlich sagen, dass legendäre Gegner ziemlich viel Munition verbrauchen. Meine Munition. So schön ist was anderes. Vor allem, wenn sie mir nichts geben. Nichts Gutes. Ja, Strong wird das nicht mögen. Und irgendwann wird er mich angreifen dafür, dass er mich hasst. Na komm. Bitte. Tu es doch für mich, Spieler. Ah, oh, danke. Geschafft. Er hat's nicht gesehen. Gut, perfekt. Oh, crazy. Oh, was Legendäres oder so? Eine Mine, ne? Gut, dann müssten wir soweit alles Legendäre hier ausgerottet haben. Sei denn, die Todeskralle hat so ein paar Legendäre schon vor mir getötet. Wir müssen auf jeden Fall jede Munition mitnehmen, wie es geht. Und ich glaube, wir werden definitiv noch einen Punkt in den hier setzen. Damit wir mehr Munition finden. Das dürfte noch recht wichtig werden für die nächste Zeit. Ja, Strong, danke, dass du mir im Weg bist. Ja gut, Freunde, dann würde ich sagen, mit dieser Aussicht auf den See, Schrägstrich Fluss, Schrägstrich See, sehen wir uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.